Und da sind wir auch schon wieder zurück. An selben Ort, an selber Stelle. Das Licht flackert so extrem. Das typische Lagerfeuerflackern. Wer kennt's nicht? Das ist ja echt krass. Merkwürdig. Ich muss mal wieder weggehen. Vielleicht verschwindet es dann. Ja, also, es hat sich noch nicht viel getan. Jetzt habe ich was gegessen. Kommen wir hier überhaupt noch raus, ohne Schaden zu nehmen? Ja, ich dachte, dann kommt keiner rein. Das ist doch super. Ja, okay, aber hier ist ja niemand. Hm. Da. Entschuldigung. Ich habe gerade mal einen Vogel aus der Luft gepokt. Brauchst du noch Vogelfleisch? Nö, hier ist noch ein Fleisch auf dem Grill. Ach so. Ja, aber ich bin satt. Ich auch. Schade, dass man das immer noch nicht runternehmen kann. Dass man sagen kann, okay, ja, gib mal her, ich pack's mir ein. Naja. So ein kleines Lunchpaket machen. Ja. Dass das nicht geht. Ja. Ups. Was könnte man denn dann machen? Temporary Shelter. Wollen wir das vielleicht bauen? Dann könnte man vielleicht sogar die Nacht speichern. Überbrücken. Oh. Ja, wenn du genug Stuff hast dafür. Schauen wir mal. Brauchst du ja nochmal Blätter. Ja, das sollte gehen. Ich glaube, das größte Problem sind die Stöcke. Hast du noch 4 Stöcke? Ja, sehr, sehr schön. Dann gehen wir doch gerade mal schlafen, oder? Jo. In dieser Flackerbude hier. So, ich schlaf schon. Was machst du? Ich drück, Ach, nö. Hm. Jetzt ist das hier doppelt belegt, oder was? Du bist auf Z gegangen, ja? Nö. Ich bin auf das gegangen, wie ich es belegt habe. Auf X. Für ja, Slaven. Da muss ich das wohl auch schnell mal da drauf packen. Na, musst du nicht. Du kannst es auch auf Y, auf G, auf Add oder wie auch immer. Oh. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht schlafen gehen. Was ist los? Wir kriegen Besuch. Ja. Oh. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Ach, da. Ach, die verstehen das Konzept von einem Container nicht. Das ist okay. Wollen wir trotzdem schlafen? Geht das dann überhaupt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Komm, wir probieren trotzdem mal zu schlafen. Ich muss erstmal. Ach, ja. Dann mache ich mal Licht. Genau. So. Ich muss ja sagen, dass ich das eigentlich sehr cool finde, dass es fürs Hoch- und Runterschauen doch auch eine eigene Animation gibt, was jetzt die Waffen angeht. Also sobald du zu einem gewissen Grad runterschaust, dass dann eben auch der Stock, den du zum Beispiel hast, eben nach unten zeigt, also er umgreift. Finde ich ein schönes kleines Detail. Sieht man, glaube ich, nicht allzu oft. Ich weiß gar nicht, ob das mit der Axt auch so ist. Ich glaube nicht. Da gibt es keine extra Animation. Nee, aber mit dem Stock immerhin. Muss ich jetzt gleich mal gucken. Ja, hast du jetzt oder? Nee, was ist denn? Das verstehe ich einfach nicht. Ach, hallo? Mensch. Ah, jetzt. Okay. Hier. Oh. Ich sterbe. Ja, ich auch. Ich wüsste gerne mal an was. Vermutlich, weil du durstig bist. Nee, ich hab noch. Also, eigentlich ist das Wasser halb voll. Ja. Aber es blinkt trotzdem, als wäre ich am Verdursten. Na, dann trink doch mal was. Ja, ich hab doch gerade eben erste Cola getrunken. Ach so. Okay. Das verstehe ich alles nicht so richtig. Naja, es, dann vielleicht es jetzt. Wäre auch sehr, sehr komisch, wenn dieses Spiel irgendwelche Bugs hätte, muss ich zugeben. Nee, stimmt, das hat man noch nie erlebt. Das hat man noch nie erlebt, ne? Nicht bei diesem Spiel. Nee. Hast du jetzt eine Taste gefunden? Nee. Okay. Man muss zugeben, auf so einer Tastatur sind nicht so viele Tasten, die man belegen könnte. Da ist die Auswahl echt begrenzt, wenn man irgendwie was Aufsammeln-Taste hat und Schlagentaste, dann ist schon das meiste belegt. Ja. Oh, ich brenne. Ich wollte mal ein bisschen Licht machen hier draußen. Das Blöde ist halt, du kannst nicht alte Sachen wieder
wegpacken. Das ist ja echt, ist blöd. Verstehst du? Der belegt mir jetzt 50 Sachen doppelt. Da hast du gerade irgendwie das Walkie-Talkie gefunden, obwohl du noch gar kein Walkie-Talkie hast, oder? Doch, das hab ich. Ach doch, hier haben wir sogar schon. Ah, ey, ja. Und ich bin immer noch am Sterben. Was ist denn jetzt schon wieder? Es ist mir kalt, dann stelle ich mich halt ans Feuer. Ach, das läuft hier ja super. Ja, wir erleben gerade hautnah den besonderen Forest Charm. Ja, ohne Witz. Das bringt halt das Spiel so mit sich, das sind extra Gimmicks. Ah ja, jetzt. Aha. Mit Rechtsklick kann man die Sache, das ist auch super erklärt. Hm. So, bisschen Stimmung. Oh ja. War das nur die? Ich dachte, hier wäre noch was. Jetzt können wir mal das Zeug hier auseinandernehmen. Das braucht ja keiner. Die Patschgeräusche, wenn der Boden nass ist, sind auch so niedlich irgendwie. Hört sich an, als ob man über nasse Wiese läuft. Genau so hört sich das an. Patsch, 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 patsch. Patsch, 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 patsch. Oh je. So, jetzt habe ich eine Taste, die nicht funktioniert. Ach, es ist ein Traum. Das ist grandios. Pro-Gamer. Oh, nein. Knochen, Knochen. Da liegt noch verkokeltes Essen auf dem Grill, ne? Also wenn auf jeden Fall, wenn du möchtest. Nö, ich bin ja satt. Oder wobei. Es ist nicht normal, ey. Bei mir zeigt jetzt immer noch an, ich soll Z, ich soll unbedingt Z benutzen. Ja. Ja, nur dass ich Z halt gar nicht belegt habe. Hm. Das hört sich gut an. Zum Glück. Ach so. Ist denn, kannst du mir mal helfen? Sag doch mal bitte, wo deine Schlafengehen-Taste ist. X. Ja, und wie heißt die im englischsprachigen Control-Setting-Menü? Achso, da müsste ich gerade mal reinschauen. Einen Moment. Mach das mal. Ja, gerne. Control Settings. Jetzt suche ich quasi nach der Rest Key. Oder Key. Rest Key, ich brech ab. Ja, oh ja, Pause machen. Rest. Ja. Wahnsinn. Achso, das ist ein Schädel. Achso, was ich gerade noch sagen wollte, wer das vielleicht schon herausgefunden hat, also durch die Sequenz am Anfang, finde ich eigentlich ganz schön auch, dass es die Sequenz gibt. Wenn man zum 15.000. Mal das Spiel neu startet, dann nervt die Sequenz auch irgendwann. Deshalb konnten wir sie auch nicht mehr ernst nehmen. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass der gute Phase dieses Spiel horstet, weil ich ja aufnehme und er nicht. Da dachte man, ist es besser, wenn ich nicht die extra Belastung habe, beziehungsweise ein Computer die extra Belastung hat vom Hosten und Aufnehmen, so wie es bei 7 Days to Die ist. Da haben wir jetzt gedacht, okay, machen wir ein bisschen Arbeitsteilung. Was ist hier? Ah, can't carry any more booze. Okay. Und deshalb saß ich auf der Nebenseite und nicht mit dem kleinen, wie hieß er denn? Na, dein Balk. Das war unser. Achso, stimmt. Aber es ist dein Balk. Hat er da schon einen Namen? Ich glaube ja. Also vom Spiel her, aber haben wir. Also ich meinte, den hat man adoptiert und leider hat er einen Namen, den wir nicht aussprechen können. Stimmt, ist auch merkwürdig geschrieben hier im Buch. Ja. Oh. Ja, ich bin gerade am Lesen. Mensch. Njung. Die sind so flink. Was machst du eigentlich? Immer noch am Tastenbelegen? Ja, ja. Oh, ja. Okay, okay. Ich kümmere mich nochmal um die Einwohner hier. Mach das mal. Ich habe eigentlich auch auf Schlafen gedrückt, aber egal. Ach so, ja, das geht ja sowieso nicht alleine. Eben. So. So. Ja, das heißt, du kannst jetzt sogar auf Schlafen drücken und es passiert etwas. Mhm. Ach, das ist ja Wahnsinn. Dann komme ich doch gerade mal rum. So. Ich warte. Ich hab doch eben schon drauf gedrückt. Ich warte. Ach, ja, Mensch. Du musst nochmal drauf drücken. Eins von zwei. Das fehlt noch jemand. Ich warte.
Was machst du denn? Warte, ich mach doch jetzt. Warte, safe, back, continue. Ja. So. Jetzt brauchen wir eh nicht mehr schlafen gehen, weil mittlerweile Tag ist. Oh. Nee. Na, dann nicht mehr. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Jetzt ist Tag. Oh, Knochen. Ja, genau, für die du so viel getan hast. Gut, ja, was ist denn der Plan für heute? Einfach weiterlatschen. Tastaturbelegung überprüfen. Ja, Wahnsinn. Ein Glück, dass du nicht aufnimmst. Oh, da kam er zurückgeflogen, der Stein. Ja, hier, ich habe kaum noch Health, ja. Also jetzt mal. Ja, du machst doch gar nichts. Ja, trotzdem. Ich bin also am Verhungern wegen nichts. Da bin ich mal am Verdursten zur Abwechslung. Ja. Wenn man. Und auch. Ich kann mich noch nicht mal selbst ernähren, weil mir die Tasten dazu fehlen. Tja, okay. Ja, das Leben ist so hart. Verhungert wegen falscher Tastenbelegung. Ja, das kann schon mal vorkommen. So, ich glaube, ich vertrödel gar nicht viel mehr Zeit. Nee, jetzt habe ich einen Stock in der Hand. Wahn. Oh, das ist ja witzig. So, jetzt bin ich wieder. Hoffe ich. Witzig. Oh, toll, es hat geregnet. Ich weiß zwar nicht wann, aber das Wasserbecken hier ist voll. Sehr gut. So. Hä? Nee. Ach so. Wie war das? Hey. So. Wollen wir jetzt endlich mal weitergehen hier? Du bist am Trödeln, das ist nicht mehr schön. Was habe ich denn jetzt gebaut? Wollen wir Richtung aufgehende Sonne. Ach, da bist du. Upgraded Stick. Das ist ja Wahnsinn. Gute Idee, kann ich auch machen. Das wollte ich aber gar nicht bauen. Ich wollte eigentlich, wie baut man denn nochmal einen Bogen? Mit Clove und einem Stick. Nur einem Stick? Nee. Eins, zwei? Nee. Irgendwie möchte das nicht. Merkwürdig. Wo ist er denn jetzt? Da bist du. Was hattest du vor? Was? Nee, nicht mit einem Stick, das stimmt. Ich geh mal. Hä? Man kann auch zwei Stöcke kombinieren und was kriegt man damit? Weiß ich nicht. Ein Repair-Tool, also Junge, was mittlerweile geht hier, auch toll. So, ich kümmere mich gerade mal um hier ein paar Koffer. Jo. Ach nee, man braucht eine Rope, jetzt verstehe ich. Ah, okay. Ja, also das ein Seil. Dachte so. Ich mir auch schon fast. Quatsch. Ah ja. Aber wie viele Stöcke braucht man dann? Drei, oder? Keine Ahnung, kann sein, ja. Ah, nein. Sehr gut, ich habe einen Bogen. Woher hast du denn bitte ein Seil? Das habe ich mir schnell gebastelt. Nö. Doch? Oder doch? Geht das aus Stoff? Ja, klar. Und ich habe mir auch schon Pfeile gebastelt. Ich weiß nicht, ach, was du so machst. Du bist ja ein Held, ja. Was denn? Jetzt kommt er daher und macht mir die ganzen Koffer auf. Wo haben wir denn? Da haben wir den. Nein. Oh. Mist. Rennt er weg. Schade, wie klappt das denn jetzt? Ah, sehr gut. Can't carry any more booze. Ich weiß nicht, was Phase schon wieder macht. Er ist so still, er denkt vermutlich nach. Ja. Oh, nein, das war drüber. So, wie ging das hier nochmal mit dem Zielen? Nein, das war drüber. Aha. Nein, das war drüber. Ach je. Das muss man noch mal ein bisschen üben. Ah, und ich habe mir legt. Ha, vor dir. Und ich glaube, ich klaue dir auch einfach mal den Pfeil. Da ist er, ja. Wo, schön. Lurch.
Nee. Hä, ich habe doch mehr als einen Lurch erlegt. Ich bin verwirrt. Hä, mehr als einen Lurch? Ja, ich dachte, ich hätte schon mehr als einen Lurch erlegt. In der letzten Zeit. Wahrscheinlich nicht. Hm, komisch. Hähnchen, sag ich zum Kaninchen. Je, das ist... Ach man, das... Da haben sie auf jeden Fall... Man hat hier nur noch Kohldampf, ey. Oh, ist das bitter. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das so gesehen hat. Aber ich habe das Kanickel scheinbar voll im Kopf getroffen. Oh je. Da hat sich noch der Pfeil so mitbewegt, als es zusammengefallen ist. Das ist nicht schön. Wo ist er denn jetzt wieder, der Phase? Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Was ist denn oben? Auf so einem Podest. Hä? Ach da! Da ist er! Ja, es gab hier immerhin einen Snack. Der Strolch. Das hätte ich an deiner Stelle jetzt nicht gemacht, aber mutig. Hat funktioniert. Okay. Aha. Gut, also ich habe ein bisschen was zu essen. Hier Lurch und Häschen. Das ist gut. Wir sollten aber Stickies sammeln, damit wir auch ein Feuer machen können. Hm. Nein, falsche Taste. So. Was macht der denn da? Ich habe Angst, wenn du hinter mir herläufst mit einer Axt in der Hand. Stickies. Stick, 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 stick. Wir sollten aber vielleicht auch nicht vergessen, einfach ein bisschen weiter zu laufen. Yeah. Ich meine, die Klinge geht aber eigentlich auch schon, ne? Also wenn wir jetzt sagen wollen, jawohl, das ist es, könnte man machen. Ja, könnte man. Oh, jetzt bist du mir fast in die Axt gelaufen. Ich finde es immer noch so dämlich, ne? Also man hat hier, vor allem hier, das ist so ein dünnes Stückchen Holz, also so nichts einfach. Aber nein, mit der Axt braucht man trotzdem zwei Schläge, bis es in sich kollabiert und dann fallen da so Riesenstöcke bei raus. Naja, finde ich komisch, mag ich nicht. Tja. Sure. Ja. Ich weiß nicht, ob ich so direkt am Strand kampieren möchte. Ich glaube, hier so etwas und mit einer Lichtung wäre ganz schön. Nur ohne diese Felsen in der Mitte, das wäre mir ganz lieb. Ich weiß nicht, wie du das so siehst. Lass mal gucken, wo du da gerade bist und was du da gerade siehst. Ich bin hier. Also meinst du wirklich hier so auf so einer Lichtung? Ja, warum denn nicht? Ja, ich weiß halt nicht. Du hast halt dann rund um die Uhr von allen Seiten halt, ne? Ja. Wir könnten halt auch auf einen See. Hm. Das könnte man auch. Vielleicht laufen wir einfach hier querfeldein und gucken, was da so kommt, oder? Ja, oder am Wasser entlang. Ja, aber wenn wir am Meer langlaufen, kommen wir ja nicht zu einem See. Das stimmt wohl. Ja. Oh, Bambi! Einen Moment. Och, knapp drüber. Das ist ja Wahnsinn. Hm. Oh, hier ist zum Beispiel ein Höhleneingang. Okay. Kann man ja auch, keine Ahnung. Ja, könnte man vielleicht nicht unbedingt, aber das ist halt auch eine Idee, wenn man sagt, man hat jetzt eine Höhle gefunden, die ziemlich cool ist, dass man da, ja, was bringt, dass man da drauf eine Base baut. Ja, ich muss gleich mal zu dir kommen. Ich wollte gerade noch... Aber oh, das klappt nicht. Oh, oh, oh. Nee, das war zu schnell. Ach so. Hier ist schon eine Höhle? Jo. Ach so. Hm. Warte mal. Skinny, fast, grunt. Oh, okay. Wir könnten aber trotzdem hier einfach mal so ans Höhlenloch ein Hunting-Shelter bauen, damit man, falls man raus oder rein möchte, so einen ersten Unterschlupf hat. Ja, du hast natürlich damit nur wieder ein weiteres Häuschen auf deiner Kartenanzeige. Ja, aber ne? Das ist, ach, ich glaube, das kriegen wir hin, oder? Ja, na dann. Also, hast natürlich recht, aber... Ja,
kriegen wir hin, oder? Dann kriegen wir es wohl hin. Ja, ich denke, wir kriegen das hin. Was könnte ich denn hier essen? Was ist denn das? War scheinbar nicht schlimm. Naja, gut. Ja, wir werden dann jetzt, Phase schon munter dabei, dieses kleine Hunting-Shelter da zu Ende basteln. Ich hoffe, er ist noch nicht fertig, bis die nächste Folge angefangen hat. Oh, hier weht gerade der Wind. Ist ja schön. Und Vögelchen zum Abschluss. Es ist doch wunderbar. Ja, mit diesem feinen Federvieh beenden wir diese Folge. Vielen Dank fürs Schauen. Euer Kaffaun.